Moin. Das ist das Interview des Richters Reindl in verschiedenen Fällen. Wir haben hier den dritten Fall. Bitte sehr, Herr Richter Reindl. Ich habe in dem vorhergehenden Fall davon berichtet, wie Matthias Frey zusammen mit dem Josef Hattl nach der Schweiz gefahren ist und wie sie Waffen eingekauft haben und unter anderem auch die Cesca, die dann später zur Tatwaffe der NSU-Terrorgruppe in Zwickau geworden ist. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass ab dem Jahre 1993, in diesem Jahr ist von der CSU ein Grundsatzprogramm beschlossen worden, eine Umstrukturierung staatlicher Behörden und eine neue Aufgabenverteilung angestrebt worden ist. In diesem Zusammenhang wurde dann auch das Bedürfnis formuliert, dass man eine Gruppe haben müsste, die für politische Morde zur Verfügung steht. Und das hat dann dazu geführt, dass man nach bestimmten Personen ausgespäht hat. Ich habe davon gehört, dass der militärische Abschirmdienst im Jahre 1993 und 1994 Uwe Mundlos schon angesprochen hatte und versucht hat anzuwerben. In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Menschen Josef Hattl und der Chauffeur Schmidt aus Bamberg alle aus dem gleichen Milieu gekommen sind. Sie waren Zeitsoldaten der Bundeswehr gewesen, die nach 12 Jahren Dienst entlassen worden sind und die dann für solche Aufgaben im Graufeld zur Verfügung standen. Herr Richter Heindl, eine Frage zwischendurch. Das heißt also, solche Gruppen für politische Morde werden offiziell seitens Parteien respektive der Regierung gesucht und aufgestellt. Offiziell ganz bestimmt nicht, Völlig klar. sondern verdeckt. Ja. Und das ist auch nur in dem Augenblick klar geworden, als die Akten einerseits über diese Waffenbeschaffungsfahrten, an denen der Matthias Frey teilgenommen hatte, und andererseits die Feststellungen, die jetzt durch die NSU-Untersuchungsausschüsse bekannt geworden sind, zusammengeführt werden. Ich habe allerdings Informanten aus dem Bereich des Bayerischen Verfassungsschutzes. Es handelt sich dabei um Personen, mit denen ich früher in der Schule zusammen gewesen war und die mir dann in diesen brisanten Zeiten Informationen zur Verfügung gestellt haben. Und zwar einfach auch aus dem Grunde, weil sie selbst über das, was plötzlich um sie herum geschehen ist und in das sie eingebunden gewesen sind, Angst bekommen haben und dann versucht haben, mal mit einem Menschen, der davon einen gewissen Abstand hat, darüber zu reden, von ihren Ängsten zu reden. Und sie haben mir dabei Einblick gegeben, was da wirklich vorgegangen ist und auch heute noch vorgeht. Aus diesen Informationen heraus muss ich den Eindruck gewinnen, dass die Gruppe des Thüringer Heimatschutzes von Anfang an von Bayern aus gesteuert gewesen ist. Ich habe dann aus dem NSU-Untersuchungsausschuss erfahren, dass eine
unglaubliches Missverhältnis zwischen sozusagen einfachen Mitgliedern des Thüringer Heimatschutzes und den V-Leuten vorhanden gewesen ist. Und zwar sollen also von 140 Mann 100 Mann einfache Mitglieder gewesen sein und 40 Mann V-Leute der verschiedenen Verfassungsschutzämter. Ich habe das mit einer Person durchgesprochen, zu deren Informationen ich Zugang hatte, und die hat mir gesagt, das Missverhältnis sei noch viel schlimmer gewesen. Es seien praktisch nur V-Leute des Verfassungsschutzes vorhanden gewesen, weil es diese 100 Leute, von denen die Rede war, gar nicht gegeben hat. Jeder dieser V-Leute musste sich bei seinem Auftraggeber, bei seinem Verfassungsschutz wichtig machen und hat dann von Leuten erzählt, zu denen er Zugang hat und mit denen er arbeitet. Und die hat man dann später jetzt hier bei diesen Recherchen zusammengezählt und hat die 100 Mann herausbekommen. Und dazu ist mir gesagt worden, dass es eben diese Leute, von denen die V-Männer geredet haben, zum Teil überhaupt nicht gegeben hat. Und zum Teil haben die V-Männer bei den verschiedenen Verfassungsschutzämtern immer von den gleichen Leuten geredet, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Es hat also einen Wasserkopf an V-Leuten gegeben und einen verschwindenden Haufen an Nicht-V-Leuten, wenn ich es mal so formulieren darf. Und die Vorstands- oder Leitungsfunktionen waren ausschließlich von Personen besetzt, die zugleich V-Leute für die verschiedenen Verfassungsschutzämter gewesen sind. Das hatte unter anderem seinen Grund auch darin, dass die Verfassungsschutzämter der einzelnen Bundesländer sich gegenseitig misstraut haben. Und wenn ihnen bekannt war, dass die Bayern mit irgendeiner Gruppe etwas machen wollten, dann wollten plötzlich die Berliner auch dabei sein, damit sie wissen, was die Bayern machen. Und da dahinter standen also die beiden Personen des Innenministers Schily auf der Bundesebene und des Innenministers Beckstein in Bayern. Schily versuchte über den Berliner Verfassungsschutz den Beckstein zu überwachen, indem er über den Berliner Verfassungsschutz V-Leute dorthin versucht hat zu platzieren, wo Beckstein irgendwelche Aktivitäten in Gang gesetzt hat. Ist das verständlich? Das ist verständlich, jawohl. Ja. Heißt also, dass die einfachen Mitglieder von einer Erstellung einer Organisation gar nichts wussten, die einfachen Mitglieder dieser Die wenigen einfachen Mitglieder einfachen, wussten das das gar gar nicht. nicht. Sie wurde nur Und benutzt und ausgenutzt, um was darzustellen für den Staat, für die Staaten, für den Bund, um eine Organisation aufzubauen. ja, und der Aufbau dieser Organisationen ist also aus den Spitzelhonoraren der V-Leute finanziert worden. Der Herr Brandt, heißt er, glaube ich, hat das ja auch in einem dieser Untersuchungsausschüsse zu Protokoll gegeben, dass er seine Aktivitäten aus den 200.000 D-Mark bzw. Euro, die er bekommen hatte, finanziert hat. In einem anderen Fall ist mir bekannt, dass jemand aus dem Denkmalschutz 180.000 Euro bekommen hat, weil man ja offiziell diese Summen gar nicht in irgendwelchen öffentlichen Haushalten hätte unterbringen können. Und dann wurde es also auf solchen Schienen zugeführt, dass man ein Denkmalschutzprojekt gefördert hat. Kann man davon ausgehen, dass Otto Schily einer der führenden Köpfe dort war oder wollte er das nur werden? Das kann ich also so nicht beantworten, aber ich weiß, dass Schily und Beckstein zusammengearbeitet haben in
dem, was Sie Integration genannt haben und was in Wirklichkeit auf eine Zwangsassimilation hinauslaufen sollte. Und dabei sind also Dinge vorgekommen, wo Sie sich gegenseitig im Verfassungsschutzwesen und in der Vortäuschung von Islamismusgefahren offiziell unterstützt haben und inoffiziell gegenseitig bespitzelt haben. Katastrophal, was dort abläuft oder abgelaufen ist. Ja. Frage ist, dann bleibt natürlich auch offen, wofür gibt es dann Untersuchungsausschüsse? Diese Untersuchungsausschüsse sind in der Nähe der Wahrheit und ihre Vorsitzenden bringen das auch in Interviews zum Ausdruck. Aber immer dann, wenn es darauf ankäme, jetzt durch diese Mauer des Schweigens durchzubrechen, dann tritt ein Präsident des Verfassungsschutzes zurück. Wir haben ja jetzt mittlerweile, glaube ich, 4 Rücktritte. Und das beruhigt dann wieder etwas die Öffentlichkeit, weil was geschehen ist. Und das eigentliche Aufdecken der Probleme findet überhaupt noch nicht statt. Also wird das Volk wirklich nur für dumm verkauft und dumm gehalten? So kann man es wohl sehen. Danke. Oder so muss man es sogar sehen. Und in diesen Zusammenhängen sind die Morde und die Bankeinbrüche der Zwickauer Gruppe zu sehen. Die Zwickauer Gruppe ist erst nach Chemnitz sozusagen abgetaucht und von dort nach Zwickau. Und die Verfahren der NSU-Untersuchungsausschüsse zeigen, dass diese Gruppe die ganze Zeit vom Staat und den verschiedenen in Frage kommenden Ämtern geschützt worden ist. Das war ein aktives, zielgerichtetes Handeln, das jetzt als eine Kette von Pannen und bösen Zufällen dargestellt wird. Das ist das, was ich zu diesem Thema sagen kann. Ich bin dann noch gefragt worden, ob ich zu dem Beginn der merkwürdigen kriminellen Untergrundentwicklung etwas sagen kann. Und dafür muss ich also bis in das Jahr 1967 zurückgreifen. Im Jahre 1967 haben Günter Beckstein und Gerold Tandler in Bayern als die jüngsten Abgeordneten des Bayerischen Landtages ihre Tätigkeit aufgenommen. Und als die erste Amtsperiode vorbei war und sich die Frage stellte, wie der nächste Wahlkampf zu gestalten und vor allen Dingen auch zu finanzieren ist, stellte Günter Beckstein fest, dass die Mittel, die von der Partei dafür für die jungen Abgeordneten gedacht waren, ihm nicht ausreichend erschienen, um einen effektiven Wahlkampf zu finanzieren. Er hat dann mit seinen Freunden zusammen das Bonner Kinderhilfswerk gegründet und in diesem Bonner Kinderhilfswerk wurde also Werbematerial verschickt und da war also ein Kind mit Hungerbauch und Tränen in den Augen abgebildet und es ging damals um Biafra, die abtrünnige Provinz in Nigeria und in diesen Verhältnissen hieß es, jede Mark kommt an und die Menschen haben gespendet. Der damalige Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes, der Innenminister Bruno Merk, der übrigens jetzt als 90-Jähriger aus der CSU ausgetreten ist, hat einen Auftrag gegeben, nachzuforschen, wer denn diese Gruppe ist, die sich da plötzlich an dem Spendentopf als Mitkonkurrent bemerkbar gemacht hat. Die Polizei hat ermittelt und hat dann festgestellt, und dem Innenminister mitgeteilt,
dass seine jüngsten CSU-Landtagsabgeordneten da dahinter stehen. Das war dann der Anlass, die große Vertuschung anzusagen. Und in einem Verfahren wurde, einem Ermittlungsverfahren wurde festgestellt, dass 2,1 Millionen Mark an Spenden eingegangen sind. Und davon war alles für, der größte Teil, muss ich sagen, für eine Druckerei ausgegeben worden. Und in dieser Druckerei wurde das CSU-Wahlkampfwerbematerial gedruckt und es wurde das neue Werbematerial für das Bonner Kinderhilfswerk gedruckt. Es war nur noch ein Restbetrag von 700.000 Mark übrig, die dann von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden sind. Das heißt, fürs Kinderhilfswerk, für Biafra, ist im Prinzip gar nichts übergeblieben. Keine einzige Mark. Das wurde völlig abgegriffen seitens der, in dem Fall der CSU oder der Parteien. Man kann es nicht der Partei als solcher, man muss es den handelnden Personen in dem Fall zuordnen. Ja. Und das hatte also dann zur Folge, dass in einem Verfahren, wo Menschen, die einen derartigen Spendenbetrug begangen hätten, zu einer Freiheitsstrafe in der Größe zwischen 3 und 5 Jahren verurteilt worden wären, das Verfahren von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth eingestellt worden ist. Ich wollte gerade fragen, wer hat den Daumen drauf gehabt, um das nicht weiter zu lancieren bzw. weiter aufzudecken? Das waren dann die damals führenden Personen. Der Innenminister Merk hat auch als Präsident des Roten Kreuzes und als Innenminister kein Interesse mehr gehabt, die Sache weiter zu verfolgen und war mehr daran interessiert, die Sache zu vertuschen. Mhm. Der einstellende Staatsanwalt ist der Herr Dr. Heinz Stöckel gewesen. Stöckel war Assistent bei Professor Bruns und war uns also von dieser Funktion her bekannt. Er hat unsere Klausuren korrigiert gehabt und er ist dann in der Nürnberger Staatsanwaltschaft protegiert worden und hat seine berufliche Laufbahn als Generalstaatsanwalt geendet. Und unter ihm ist diese kriminelle Struktur im Wesentlichen entwickelt worden, der dann Menschen wie zum Beispiel Gustl Mollat zum Opfer gefallen sind. Heißt also, im Prinzip fast die ganze Staatsanwaltschaft ist korrupt und ist unter Druck irgendwelcher Politiker, die denen Anweisungen geben. Das ist eine Schlussfolgerung, die man daraus ziehen muss und die dann dadurch noch bestärkt wird, dass niemand ein Interesse hat, die Dinge aufzuklären. Man sieht es ja jetzt an dem Fall Mollat. Ja. Die Justizministerin hat also an der Korrektheit des Verfahrens festgehalten, bis sie vom Ministerpräsidenten praktisch gezwungen worden ist, eine andere Position zu beziehen. Und auch jetzt sind wieder die Werke des Vertuschens spürbar. Und ein Fortschritt nicht erkennbar. Nicht erkennbar. Aber diese Korruption bzw. diese Einschränkung seitens der Staatsanwaltschaft auf irgendwelche Leute zu hören, ist mir respektive einem Freund im letzten Jahr genauso ergangen, der heute noch nicht weiß, warum er eingesperrt worden ist für mehr als ein Dreivierteljahr und der es heute noch nicht begreift, warum er verurteilt worden ist. Ging um eine Wirtschaftssache. Viele Leute wissen darum, ich hatte es auch im Netz. Ja. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass alle diejenigen, die erkannt haben, was es bedeutet und die ein Interesse daran haben, dass unsere Kinder in einem Rechtsstaat leben können. Völlig richtig. Und unsere Zukunft in Ordnung
gestaltet wird und in Frieden und Freiheit, dass alle diese Kräfte sich bündeln müssen, um für den Rechtsstaat zu kämpfen. Ich glaube, das war's. Ich bedanke mich fürs Interview. Bitte. Wir sehen uns wieder, wir werden uns noch öfter sehen. Ja. Und herzlichen Dank nochmal für die Offenheit und dafür, dass Sie sich ein Gesicht gegeben haben. Bitte. Ist nicht eine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht in der Politik und überhaupt nicht in der derzeitigen Justiz. Ich möchte nicht gesichtslos sein. Ich handle aus meinem religiösen Bewusstsein heraus, dass es meine Christenpflicht ist, den Menschen zu helfen, die hier Opfer einer Christenverfolgung innerhalb unseres Staates geworden sind. Und deshalb muss ich das mit offenem Gesicht tun. Sag ich nochmal ein herzliches Dank und ein Bravo für Ihre Einstellung. Danke. Dankeschön, Dr. Reindl.